Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill. Dö. 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 Dö was? Dö. Und dö twa. Ich kann es nicht. Ich lasse es lieber sein, bevor ich mich jetzt blamiere hier mit irgendeinem Gesang, den ich nicht beherrsche. Hallo. Hallo. Was ist mit der Pause hier? Kann ich mal weg? Entschuldigung. Ja. Frühstückspause. Alles klar. Und wir waren stehen geblieben hier in den Korridoren des bösen Krankenhauses und werden nun überprüfen, ob hier Maria da ist. Maria hier vielleicht im Zimmer ist. Vielleicht liegt einfach jetzt so ein Torso da auf dem Bett. Oder der Schwangerschaftstest ist positiv. Was? Was? Mhm. Und zuerst so ein Atmen und hier müsste sie liegen, oder? Richtig. Ist Maria jetzt auch krank? Wo ist sie hin, wenn sie krank ist? Darf nie nach draußen. Die wird sich bestimmt gerade durchchecken lassen, irgendwo beim vertrauenswürdigen Arzt. Durchshakern? Hier im Haus. Ja, der mit dem Pyramidenkopf soll da ganz kompetent sein, habe ich gehört. Der ist auch sehr feinmotorisch und kann da echt was bewirken. Mitfühlend. Das ist die allseits bekannte Schwerttherapie. Was? Okay. Die Schwerttherapie. Ich weiß nicht, ich kenne mich damit sowas nicht aus. Ich habe sowas nicht studiert, nix. Kennst du sowas? Nein. Okay. So Akupunktur mit Schwertern. Richtig. Da reicht eins. Dann bist du ausgeglichen für immer. Schwerterpunktur nennt man das. Schwere Punktur. Schwere Schwertpunktur. Ich habe eine Ampulle. Okay. Ah, liegt ein fetzen Papier auf dem Boden. Er ist nur gekritzelt. Da steht etwas. Ich bin ein Typ mit einem Stück Papier auf der Nase. Sie ist ein Engel. Engel groß, bitte. Keiner weiß es nur. Ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über die Fadenbrücke gehen und fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Die Fadenbrücke. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden sie vernichtet. Sie Sünde und Sünder gleichermaßen sie rettet. Mich sie ist ein Engel. Habe ich richtig vorgelesen, ne? Ja, vielleicht nicht gut betont, weil man das so schwierig lesen kann. Weil da kein Komma nichts war und Groß-Kleinschreibung auch nicht so, der Renner war da. Oh nein. Machst du das? Setzt du keine Kommas im Leben? Komma her! Man muss ja ab und zu mal zwischendurch Kommas im Leben setzen. Ich kann sagen, achten Sie auf Ihre Interpunktion. Ja, zum nächsten. Interpunktion. Lebensabschnitt kommen. Ja. War ich jetzt schon alles hier an Türen? Ich glaube. Soll ich mal schauen? Ja. Na, ne, ganz. Die ja, ganz die habe ich bewusst weggelassen, weil ich erstmal alle anderen Türen mache. Ach so. Okay. Oh. Wir müssen da. Ich dachte schon wieder, da steht jemand. Wir müssen doch irgendwie in den Keller kommen. Ja. Erstmal kommen wir hier hin, das ist nicht schön. Oh Mann. Ich glaube, mit dem anderen Fahrstuhl kommen wir im Keller. Halt auch wieder, als ich haben mehrere. Die hängt ja an der Ecke fest. Hast du mich gehört, Marius? Ja, mit dem anderen Fahrstuhl. Ja, mit dem anderen Fahrstuhl. Und sie kommt? Wow. Und da kriegt sie ins Herz. Wenn sie aber ein Herz hat, ist es nun durchlöchert worden. Von uns. Da hängt wahrscheinlich in der nächsten Ecke. Oh. Oh. In der nächsten Ecke wahrscheinlich auch nochmal eine. Aha. Hallo? Er stapft wie ein Elefant. Patronen, Medipack, Patronen. Okay, ich glaube, daran erkennt man, dass wir das Spiel an sich, glaube ich, haben wir es auf einfach oder auf normal? Wir haben die Gegner-Schwierigkeit auf normal und die Ritze-Schwierigkeit auf schwer. Okay. Okay. Fand ich so ganz gute Lösung. Weil ich glaube auch, dass es durch die heute Gegner-Schwierigkeit nur mehr Gegner werden. Und das finde ich dann irgendwann nervig und gar nicht mehr stimmungsvoll. Wenn man damit zugeschossen wird. Ja. Aber ich kann mich auch irren. Wenn in jedem Raum einfach ein Gegner ist, ist es einfach irgendwann langweilig. Du bist ins Treppenhaus gegangen. Warum bist du ins Treppenhaus gegangen? Ich wollte gucken, ob die Tür geht. Geht. Ja, das ist ein Speicherpunkt. Auch das? Oh. Sie kommt. Hallo, mein Schatz. Wie war dein Tag? So ermüdend. Dann penn mal ein bisschen. Geht dieser Fahrstuhl? Natürlich geht der. Ist doch derselbe. Nee, ist nicht derselbe. Warum ist das nicht derselbe? Der andere ist auf dem anderen Stockwerk in der anderen Dings. Liegt da gerade ein Holzklotz auf? Der Patientenflug ist noch ein Fahrstuhl. Es sind zwei Fahrstühle gibt's. Tatsächlich. Ja. Das ist mir noch nicht. Und in so einen Fahrstuhl müssten wir rein, um in den Keller zu kommen. Weil der endet im Keller. Der andere nicht. Ist das so? Ja. Guck mal, da haben wir auch einen Dayroom. Gucken wir vielleicht auch nochmal rein. Und da steht ein Holzklotz hin. Wir müssen jetzt auf jeder Ecke. Ebene auf jeden Fall. Ah, okay.
in diesen Abschnitt und die Elevatoren überprüfen. Die Elevatoren? Und die Velociraptoren auch. Da muss man doch bestimmt nach oben gehen. In den Elevator Generator Room oder wie das hieß. Elevator Generator, schön. Elevator Generator. Ja. Und geh doch erstmal ins Treppenhaus und geh wieder nach oben oder unten. Um da wieder hinzukommen. Nach unten meinst du? Oder oben. Je nachdem, wir waren an beiden noch nicht. Aber erstmal speichern. Auch so, ja. Tja, wir sind so ein schlechtes Slapstick. Ja, ich hab's vergessen. Das haben wir erstmal, wir sind doch jetzt im dritten. Lass uns erstmal nach oben gehen, dann sind wir auf dem Dach. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Ja, ist mir egal. Wir müssen eh bald abhaken. Such's dir aus, Sepp. Ich geh nach oben. Hast du überzeugen lassen? So schnell geht das bei dir. Aber wenn ich jetzt gerade so recht überlege, in der heilen Welt war schon ein Pyroman auf dem Dach. Ja, zum Dach können wir eh nicht. Okay, Glück gehabt. So. Ist man den zweiten hier? Ja, wir gehen ja analytisch vor. Ja, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Wir sind ja so gut. Ich nehme an. Ja, das sieht so aus. Ja, das können wir hier den Elevator überprüfen und die anderen Locker-Rooms und so. Die Locker... Oh. Oder auch nicht. Nö. Erstmal noch einen runter. Das war auch der Plan, ne? Im Grunde war das der Plan, ja. Ja. Oh. Vielleicht kommen wir auch... Was? Geh mal in den Keller. Oh ja. Oh, die kommen sogar in den Keller. Nein! War die Tür zu? Boah, ist das ein fieses Geräusch, ey. Stellen Sie mir gerade alle Jährchen auf. Nicht schön. Das ist ein ganz ekliges Geräusch. Was gibt's hier? Kellerflöhe. Hoffentlich keine Babyleiche, das würde mich nicht verkraften. Der Schrank sieht aus, als müsste man den wegschieben. Schrubbpatronen, ja. Ganz unauffällig ist der. Wir sind Handabdrücken da, wir sind roten. Schieb! Das sieht total einfach aus. Ja. Gibt's sonst noch was in diesem Raum, wenn du weiter zum Getränk gehst? Nee, okay. Oh, das ist ein Schacht. Hast du das gesehen? Guck mal. Hm? Ach so, nee. Oh, was ist denn? Ach, James. Gar nichts. Whoa. Mary? Oh, Maria. Ach, du bist's. It's you. I thought you were... Sorry. Ich bin ja noch hinter im Schrank gewesen. I'm glad you're alive. Anyway, what do you mean anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No. No, I just... Sag besser nix. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. Na, und nimm sie einfach in den Arm und nick ein bisschen. What about Laura? Voll die Klette. Yeah, but she ran away. Ach so, nett ausgedrückt. We got to find her. Ne. You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. Okay. She's all alone. Hier ist eine dritte Schatten da. For some reason, I feel like it's up to me to protect her. Seine Tochter, pass auf. Ist das wohl der Keller des Kellers? Mhm. Und sie ist natürlich schon da. Und da ist der Regen. Ich habe den Kupferring. Warum wollte er ja nicht zurück hier? Weil sie hier ist? Muss der Kupferring jetzt auf die 3D-Hand oder was? Sowas in der Art habe ich jetzt auch vermutet, ja. Jetzt haben wir das komische Geräusch. Und wir haben jetzt sie bei. Und können den Kühlschrank öffnen. So ist es. Was machen wir denn zuerst? Oh, hier rausgehen auf jeden Fall erst. Wo war der denn? In der dritten Ebene? Können wir den ersten? Können wir hier hin? Können wir hierher? Nein. Okay, alles klar. Das weiter probiert. Habe ich nicht mitbekommen. Wofür ist denn dieses blöde Geräusch jetzt? Nur um den Spieler zu ärgern oder? Da kam ja jetzt nichts. Gott sei Dank. So, kommt eigentlich nur hier raus. Wieder. Das andere ging nicht. Ich weiß nicht, hier kann man schon mal testen. Oh nein. Oh Gott. Das war aber mutig von dir. Beim Nachladen nach vorne gehen so. Ich habe aufgehört nach vorne zu gehen, das ist einfach weitergelaufen. Okay. Wegen der Bewegung, da konnte ich nichts für. War schon Badass ein bisschen. Ja, ich bin halt ein Badass. So.
Ja, was haben wir denn? Ja, hier war das, ne? Nee, war das hier? Ne, da ist das. In der zweiten Ebene. Also müssen wir einmal mit dem Elevator fahren. Ah. Müssen wir nochmal Heilung einschmeißen? Nee, ne, oder? Ach, das. Naja. Ich glaube, jetzt ist es ganz weit hergeholt, ist aber. Wo gehst du denn jetzt hin? Ach, das war richtig. Alles gut, ich hab nichts gesagt. Ein Elevator. Ein bisschen rum. Hier war das so, in der Hand. Ja? Da war doch gerade da das. Die Hand war jetzt da. Da mach ich die Tür doch nochmal. Oh, ich hab mich schon wieder erschrocken von der. Dass die im Fahrschild da rumsteht. Was soll denn das? Voller Scheiß, ey. Kann für den nächsten warten. Ja. Achso, das muss man jetzt wieder automatisch, also von alleine benutzen hier, ne? Automat, ja. Automatisch benutzen. Wir haben den Ring noch gar nicht angeguckt, ne? Ein armer Banditen hier. Was kann die Ampulle nochmal? Dasselbe wie in dem anderen? Wir haben es gerade gefunden, das Bild einer Spinne. Aha. Und er benutzt es einfach sofort? Ich habe den Kupferring auf die Hand der Frau im Gemälde. Ja, okay. Das ist schon mal gut. Ich nehme an, das zweite Puzzleteil ist dann im Kühlschrank. Ein Handschuh. Ist das so? Ein Armband. Keine Ahnung, ich stecke mir was nach, was man noch an den Händen machen kann. Eine Bratwurst. Nagellack. War das jetzt in Ebene 2 oder 3? Ich hab's wieder vergessen. Zwei, ne? Ja, mach mal 2. Ich meine ja. Weil ich das weiß es auch nicht. Was? Ah. Oh. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ist das ein Penis da auf dem? Ja! Toll. Du hast können wir. Bestraft werden in Silent Hill, das ist ganz super. Wir können sowas. James Sunderland! Oh Gott. Are you ready to play Trick or Treat? Yeah! Okay, here's your first question. Merry-go-round, haunted house, roller coaster, Ferris wheel and teacups. Silent Hill is home to a thrilling amusement park that both children and adults love. The question is, what is the name of this amusement park? What? Nein. 2. Silent yes. Hill Amusement Park. 3. Lakeside Amusement Park. Lakeside, ne? Quickly on to question number 2. Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. Brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Chopped into pieces. Torn flesh, smashed bones, splattered blood, and finally, terrible tragedy! What a gruesome end to such innocent lives! Now, the question. What was the name of the murderer who committed this vile act? 1. Walter Sullivan. 2. Scott Fairbanks. 3. Eric Guy. Now, for our third and final question. South Bay is a deserted old neighborhood called South Bay. There to Paleville, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is, what is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Rendell Street. 3. Nathan Avenue. Yeah, Nathan Avenue, kommen wir selber vor. Last of our questions. Yeah. Have you got it all figured out? Ja, if you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful, if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. So, wir können jetzt, wenn wir die Fragen wissen, uns Belohnungen abholen. Und wenn wir uns noch nicht sicher sind, sollten wir das noch nicht machen. Also, wir sollten auf jeden Fall erkundigen, wer dieser Mörder ist. What also, was that? Erste und zweite Frage war okay, die erste und dritte Frage. Ist doch schön, dass wir uns jetzt direkt gar nicht mehr wundern, dass wir was sagen. Ja, okay, hatten wir Fragen gestellt. Das ist ja schon gewohnt hier. Dieses Spiel ist einfach unfassbar durcheinander. Gut, wir gehen aber erstmal zum Kühlschrank, oder? Das war ja hier, ne? Ja. Gucken wir mal, ob noch Joghurt da ist. Joghurt, bitte. Du merkst unseren Namen, Rames draufgeschrieben.
Chames und der Joghurtbecher. Chames ein Joghurt. Ja, okay. Ja? Komm hier, hilf mal. Ist schwer. Can you open it? Yeah, Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Eine Hand jetzt. Hier reißt die Tür raus. Oh, das ist meins, das nehme ich. What's this? Willst du mich heiraten? Not very cute, is it? Worst Antrag ever. Ein Bleiring. Ja, das nehmen wir ja an. Kannst du dann nochmal da reingucken? Ja, bestimmt. Okay. Gut, haben wir schon irgendwelche Informationen gesammelt zu diesem Mörder? Nein, ich denke nicht. Ja, haben wir irgendwelche Notizen dazu eingesammelt? Ich denke nicht. Die Frage ist, wie hart fällt die Strafe denn aus? Mit dem sofortigen Tod? Oder kriegen wir einfach nur keine Belohnung für die zweite Frage? Weiß ich nicht. Gibt es drei Belohnungen für drei Fragen oder gibt es eine Belohnung? Wir die überhaupt? Ich denke mal in den Raum, den wir jetzt öffnen mit den Ringen, oder nicht? Keine Ahnung. Er sagte drittes OG, Lagerraum. Dritter Stock. Okay. Dann könnt ihr erstmal den Ring auf den Finger stecken, oder? Das war drei, da war das ja. Ja, der Storeroom. Da waren wir sogar schon drin. Hä? Mhm. Oben rechts. Ach, da. Ja, der Storeroom. Okay, da ist er. Da können wir sogar hin. Können wir erstmal den Ring auf den Finger stecken? Ja. Gucken, ob irgendwer unsichtbar wird. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht in Storage Room die Frage beantworten. Ja, welcher für? Einfach mal probieren oder was? Na, muss auch mal vorher speichern. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt für jede Frage. Drei, ne? Ja. Für jede Frage wie eine Belohnung. So, keine Ahnung, mal Munition, Medikit oder so. Und wenn du eine Frage falsch hast, kriegst du halt, dann stellst du einen auf den Sack. Oder es kommt ein Gegner oder sowas. Ja, so einfach es wäre, oder du bist direkt tot. Oder man muss alle drei. Kommen irgendwie die Wände auf dich zu oder irgendwas. Ja, das wäre doch was. Ja. Das wäre doch mal was. So einem ekelhaften Kühlschrank stand da. Und sind bestimmt eh wieder drei Ringe, die wir brauchen, oder nicht? Also nee. Zwei Hände, ne? Nee, okay. Tür ist auf. Wollen wir da rein in die Tür? Oder wollen wir speichern? Das Spiel spielen. Speichern und das Spiel spielen, oder? Oder geht da rein doch. Vielleicht gibt's ja was fürs Spiel, noch einen Hinweis oder irgendwas. Das wäre nur ein Treppenhaus. Das von nach oben auch. Führt. Ja, ich glaube auch. Ach ja. It's only the Stairhouse. The Stairhouse. Das ist ja nicht auch in dem Treppenhaus der Speicherpunkt? Oder war das hier nicht? Ah, anscheinend. Okay. Ich glaube, wir sind irgendwie woanders. Nee, das ist ein anderes Treppenhaus. Da lag noch ein Zettel, ne? Vielleicht hilft der auch noch. Der hier? Legt einen Umschlag auf den Boden. Erhält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nehme den Schlüssel vom Direktor. Den fürs Museum. Alter! Ich habe ihn hinter der betenden Frau versteckt, als ich für den Tagesausflug rauskam. Ich habe ihn genommen, aber ich habe ihn nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Mhm. Ja, dann. Die Rechtschreibung hast du aber geklaut. Hat sie irgendwo ganz gut versteckt. So, gehen wir jetzt in den Storage-Raum da? Erstmal speichern, ne? Speicher mal. Das ist ja ein Treppenhaus hier. Das kannst du ja direkt machen und dann jetzt ganz fix dahin, wo wir gedenken hinzugehen. Die Zeit ist auch schon wieder fortgeschritten. Ja, da gehen wir jetzt noch rein. Da führt keiner direkt dran vorbei. Da haben wir jetzt. Haben wir schon tausendmal gesagt, dann machen wir jetzt. Man muss ja auch mal Sachen durchziehen im Leben. Ne? Zum Beispiel die nächste Line Koks. Die muss am Abend durchziehen. Die auch. Und danach kannst du dann mit voller Energie weitergehen. Gestärkten Selbstwertgefühl. Ja, dann geh mal in den Storage Room. Ruhig wie immer. Wo war der denn? Bin schon drin vorbei. Ja, du bist wieder. Warst wieder zu schnell, ne? Ich bin wieder meiner Zeit voraus. Wir versuchen jetzt einfach mal. Ich bin ja gespannt, was jetzt passiert. Aha. Ein Preis. Will ich. Boah. Ach so. Mhm. Aber wir wissen ja immer noch nicht, wie der Mörder heißt. Und welche Antworten meinst du? Und ich weiß auch nicht, welche Nummer war das. Haben wir das irgendwie als Text doch mal? Oder weißt du noch, welche Nummer, welcher Mörder war? Vielleicht in den Notizen. Vielleicht ist das die Herausforderung, sich das zu merken.
Dreh die Zahlen. Nee. Tja. Haben wir nicht. Das ist doof. Wie heißt denn der Amusement Park? Heißt der Silent Hill Amusement Park? Nein, Lakeside. Dann war es nämlich 3. 3. Und bei der dritten Frage war es auch 3. Das war die Nathan Avenue. Ja, doch nur den Mörder. Nee, du möchtest jetzt. Tja. Nee, ja, nimm die 1. Nee, warte. Oder? Warte. Ich hätte jetzt eh. Meinst du, links? Ich hätte jetzt oben die Fragen. Nein, Question 1, Question 2. Ach, das ist ein Q. Ich dachte, wir wären einfach 0, 1. Ja. Ah, okay. 1? So. 3 wird es bestimmt nicht sein. Weiß man's? Ja. Aber wir können ja laden. Ja, das stimmt. Ja, weil wir es wussten. Geil. Schrotpatron. Ampulle. Das hast du sehr schön mitgemacht. Ja, ich hab mich also gefreut. Wer war denn jetzt der Mörder? 1. Das war 1, den hab ich erkannt. Und erkennen Sie den Dieb? So, jetzt müssen wir nochmal neu laden und gucken, was passiert, wenn man es falsch macht. Eigentlich schon, ne? Nein. Also, zeitlich ist jetzt. Ist Ende? Ende im Gelände. Da sehe ich aber rot. Für uns. Richtig. Zukünftig. Mit so viel Schrotpatrone ampulen. Wie sollen wir da noch klarkommen? Gar nicht. Ja, wir werden jedes Rätsel mit Schrot lösen. Das ist also einfach so. Schrot ist immer die Antwort. A, B, C, Schrot. Okay, gut, dann wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, wir sehen uns dann, wir sehen uns gar nicht wieder. Haben wir uns überhaupt schon mal gesehen, wir beide? Wir? Ja, wir auch. Haben wir uns schon mal gesehen? Nö, wir spielen immer über Teamspeak. Ich weiß gar nicht, wo wir das Mikro fällt runter. Scheiße. Tschüss. Aua. Nimm selber noch eine auf. Ist es irgendwie ein neues Update verfügbar? Mhm. Das ist schön, das Update. Beenden. Stopp!